Eingebettet in die immer herbstlicher werdende Landschaft Mecklenburgs liegt das Schloss Plüschow. Schon seit vielen Jahren finden hier junge Kunstschaffende immer zum Ende des Jahres einen Arbeitsort auf Zeit. So auch in diesem Jahr. 5 Künstlerinnen haben seit Anfang Oktober im Künstlerhaus Schloss Plüschow ihre Zelte für ein 3-monatiges Arbeitsstipendium aufgeschlagen. 144 Künstlerinnen und Künstler haben sich für den Aufenthalt beworben, erzählt uns der Leiter des Künstlerhauses Udo Radke. Eine Jury bestehend aus 3 Kunstprofessoren, einem Mitglied des Fördervereins des Künstlerhauses Schloss Plüschow sowie Udo Radke selbst entscheiden dann, welche Bewerber sie einladen wollen. Aber wie genau wird die Auswahl bei so einem Stipendium vollzogen? Man muss sich mit Mappen bewerben. Uns ist wichtig, echte Mappen zu haben und das nicht nur digital zu machen. Und es wird sehr gründlich durchgeschaut nach der Qualität der Arbeiten und zwar nach dem Ansatz der Entwicklungsfähigkeit eigentlich. Wir wollen unbedingt neue Potenziale entdecken bei den Künstlerinnen und Künstlern. Und da ist die Erfahrung uns dieser Professoren eigentlich sehr wichtig. Hat sich immer sehr bewährt. Die können viel tiefer reingucken noch in die Arbeiten als wir. Reingucken ist ein gutes Stichwort. Das wollen wir auch und so begeben wir uns gemeinsam mit den Künstlerinnen aus Großbritannien, Italien, der Mongolei, Südkorea und Deutschland auf eine Stippvisite in ihre Ateliers. Die Arbeiten könnten unterschiedlicher nicht sein. Alle 5 bedienen gleichzeitig unterschiedliche Medien. Das altbekannte Modell, dass jemand sich ausschließlich mit Bildhauerei oder nur mit Fotografie beschäftigt, ist hier in jedem Fall nicht gültig. Und auch wer klassische Malerei erwartet, wird hier nicht fündig. Stattdessen mischen sich Installation, Collagen, Textil, Fotografie, Ölmalerei. Die Herangehensweisen sind filmisch oder dokumentarisch, durchdacht und manches auch aus dem Bauch heraus. Aber immer regen sie zum Nachdenken und zum Hinterfragen an, erweitern den eigenen Horizont. Wer sich jetzt selbst ein Bild über die Stipendiatinnen machen möchte, kann dies in den kommenden Wochen auf Wismar TV tun. Bis zum 20. November stellen wir allen Interessierten die Künstlerinnen in Einzelporträts vor. Ab dem 20. November sind dann alle Porträts auf der Webseite des Künstlerhauses Schloss Plüschow anlässlich des digitalen Tages der offenen Tür zu sehen.